Hi, ich bin Simon, euer Muskelmacher nochmal. Und zwar geht es heute nochmal um die Technik bei den Kniebeugen, der zweite Teil. Wir konzentrieren uns heute mal ein bisschen auf den Unterkörper. Im ersten Teil habe ich euch ja schon gesagt, dass der Oberkörper, die Haltung des Oberkörpers, auch wie du die Stange greifst, eine ganz wichtige Sache ist. Ein paar Tipps waren dabei. Bevor ich jetzt auf die Ausführung von den Beinen und dem Unterkörper insgesamt nochmal eingehe, vielleicht noch ein kleines Statement. Ihr werdet bei kaum einer Übung so viel Klugscheißerei finden wie bei den Squats, wie bei den Kniebeugen, vielleicht annähernd noch in dem Maße beim Deadlift, also beim Kreuzheben, dass ihr da so viele Experten, Pseudo-Experten habt, die selber am Ende kaum Gewicht bewegen, selber am Ende kaum Muskeln aufbauen, aber die natürlich alles wissen, alles können und vor allen Dingen alles kritisieren können. Deswegen ganz wichtig an der Stelle, auch gerade an diejenigen, die sich an diese Übung herantasten wollen, die sich noch verbessern wollen, blendet es erstmal aus, konzentriert euch erstmal auf diese wirklichen Basic-Tipps, die ich euch gebe, die ganzen A bis Z-Tutorials, wo ich euch wirklich bei jeder einzelnen Übung zeige, wie es geht, worauf ihr achtet, müsst, was ihr auf keinen Fall tun solltet, die findet ihr im Muskelmacher-Trainingsprogramm. Jetzt erstmal das Ganze auch für die Squats erstmal so im Großen und Ganzen, damit ihr so ungefähr wisst, in welche Richtung das geht. So, wir schauen uns das hier mal an. Beim Squatten ist also die Haltung des Oberkörpers ganz besonders wichtig, aber eben die Beine spielen natürlich auch eine Rolle. Und ganz besonders wichtig ist natürlich auch, dass man einen entsprechenden Stand hat. Der Stand ist zum einen die Ausgangsposition, wo alles beginnt, und zum anderen eben auch die Stabilität, der Stabilitätsfaktor, wenn man so möchte. Deswegen ein bisschen mehr als schulterbreit dich hinstellen. Gerade ein zu enger Stand, der ist irgendwo immer ein bisschen instabil. Für mich persönlich ist es auch sehr angenehm, einfach ein bisschen mehr als schulterbreit zu stehen. Lieber einen Zentimeter breiter als einen Zentimeter zu schmal. Das ist so meine persönliche Auffassung. Und dann vor allen Dingen natürlich in der Abwärtsbewegung mit dem Gesäß nach hinten auswuchten. Das bedeutet also nicht irgendwie mit den Knien über die Fußspitze hinübergehen, sondern wirklich darauf achten, dass ihr wirklich beim Squatten mit dem Gesäß nach hinten geht. Da gibt es auch noch ein paar Übungen, wie man das trainieren kann, damit man auch wirklich die richtige Abwärtsbewegung einleitet. Oftmals glaubt man, man müsste ja einfach nur in die Hocke gehen, aber damit hat das so ziemlich überhaupt gar nichts zu tun. Deswegen erstmal ganz wichtig, mit dem Gesäß nach hinten auswuchten, mit den Unterschenkeln einigermaßen senkrecht bleiben und dann natürlich auch gerade bei der Bewegungsausführung auf die entsprechende Tiefe achten. Und genau an der Stelle sage ich es euch auch nochmal, blendet wirklich mal die Leute aus, die immer danach krähen, angeblich so tief zu squatten. Ich habe in den Fitnessstudios kaum jemand gesehen, der wirklich richtig tief squattet, aber ich habe schon so oft gesehen, dass jemand geschrieben hat oder behauptet hat, dass er so tief squatten könnte. Deswegen lassen wir das mal bitte außen vor. Es bringt wirklich nichts, sich darauf zu versteifen oder zu sagen, wir müssen jetzt alle möglichst tief kommen. Das hat noch ganz andere Gefahren, da gibt es noch ganz andere Probleme bei. Deswegen einfach eine angenehme Höhe finden, rechter Winkel in der Kniekehle reicht komplett aus. So, jetzt kommen wir nochmal zum Stand. Da habe ich nämlich eine Sache vergessen, ganz besonders wichtig finde ich persönlich immer die Standposition, also auch die Richtung der Füße. Versucht also den einen Fuß ungefähr auf 10, 11 Uhr und den anderen Fuß auf so 13, 14 Uhr zu haben. Also leicht mit den Fußspitzen nach außen gehen. Dadurch verhindert ihr im weiteren Verlauf der Übung, dass ihr mit den Knien nach innen geht. Das ist auch einer der meistgemachten Fehler, dass man einfach quasi ineinander zusammenfällt und dann aus der Position versucht dann irgendwie wieder rauszukommen. Funktioniert alles nicht so gut, deswegen am besten wirklich darauf achten, einen guten Stand zu finden. Der Stand ist die Basis des Ganzen. Bei der Abwärtsbewegung natürlich auch darauf achten, mit dem Gesäß nach hinten auszuwuchten, mit den Unterschenkeln relativ senkrecht bleiben, sodass eben die Knie nicht über die Fußspitzen hinausragen bei der Abwärtsbewegung, sodass du eben auch die Last auf der gesamten Fußsohle verteilen kannst überhaupt. So, das waren so ein paar Tipps. Ihr habt das jetzt gesehen. Leider kann ich ja selber nicht trainieren. Ich würde so gerne anfangen zu squatten. Ihr wisst gar nicht, was ich jetzt dafür geben würde, um mir jetzt einfach mal so ein paar schöne, schwere Sätze zu machen. Und ja, ich warte auf jeden Fall schon drauf, dass ich sehnsüchtig wieder loslegen kann. Alles klar, so viel zu den paar Techniktipps. Ich hoffe, ihr setzt es um und vor allen Dingen, ihr lasst euch nicht irritieren von den Leuten, die alles wissen, aber selber überhaupt nichts können. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße. Euer Simon.